es ein Naturrecht ist, dass nur das geschriebene Recht, was für jeden sozusagen einsichtig ist, tatsächlich einsichtig ist, zur Strafe führen darf. Niemand darf für das bestraft werden, für das er, was er halt nicht wissen konnte. Ne? Das würde ja Willkür eröffnen beim Strafrecht. Beim Zivilrecht macht Sinn, weil der Richter sei nicht auf einer Seite steht. Sollte er beim Strafrecht auch nicht, die Realität sieht anders aus. Deswegen kann er im Strafrecht ruhig so Recht dazu bilden. Ne? Findest du nicht gruselig, dass da draußen jemand umgefallen ist? Wo denn? Da draußen. Da? Geh mal raus und guck nach. Ich geh bestimmt nach. Nein. Nachgucken? Nein. Scooby, ich bin genau in der Garnison. Wo bist du? Also hast du deine Frage geklärt oder bist du dazu noch irgendetwas wissen? Irgendwas unklar. Wir haben die Garnison aber wieder geholt. Lass mal überlegen. Super. Was wollte ich noch sagen? Oh Gott. Die Horde rennt. Horde rennt. Ist so traurig, da hängt das brennende Orgrimmar und du spielst da jetzt. Das brennende Orgrimmar? Immer wenn ich sehe, dann freue ich mich. Man muss wissen, Toskel hat mir mal einen Kalender geschenkt zu Weihnachten. Ne? Mit WoW-Screenshots auf jedem Monat. Ziemlich awesome. Und da ist der Screenshot vom brennenden Orgrimmar. Ja. Da hat nämlich Todesschwingen gerade mal vorbeigeschaut. Das war die Übergangsphase. Oder brennt es immer noch? Nee. Da brennt es noch, da sind noch Flammen. Ja, da, aber brennt es jetzt in Wirklichkeit noch? Nee. Nein. Und auch heute aber auch die Frage, warum Mauern richtig ist. Wie cool das eigentlich war, dieses Event. Ja. Oh, ach, Sam und ich haben Screenshot davon als Kalender. You guys. So, über politisches Recht, blablabla, das haben wir jetzt ja zu Genüge, welche Gesetze? Wo bist du, Skubin? Ich nü gerade ein paar Belagerungsmaschinen, aber bleibt jemand über bei der Garnison. Ich wollte doch irgendwie eine Vogelscheuche bauen. Mensch, wo willst du eine Vogelscheuche hinstellen? Ich wollte sie nur bauen, nicht irgendwo hinstellen. Man muss echt nicht jeden Feld abfeuern. Aber für das Scarecrow, der ist einfach nur episch. Guck mal, was ist heute für ein Felder? Heute ist... Also, ich gucke. Nee, das steht hier auch. Nee, das steht ja nicht. Ach ja, da ist angeblich mein Geburtstag. Heute ist Chocolate Day oder National Strawberry Sunday Day. Kritisch shitty. Chocolate Day? Chocolate Day ist doch awesome, aber morgen ist Video Games Day. Oh yeah! Und ich schreibe Rechtsgeschichte. Too shitty. Du schreibst heute Rechtsgeschichte. Am 7. Heute ist der 7. Ach Gott. Heute? Ah, oh, am 10. ist Teddybär Picnic Day. Oh, da kannst du mit deinen Teddybären picknicken. Ich mach Picnic mit meinen Teddybären. Vielleicht soll ich dazu Kuchen geben. Das hält für die Kinder, die keine Freunde haben. Oh, und danach ist Cheer the Lonely Day. Oh. Das ist für die Leute, die den Tag davor im Teddybär Picnic Day gemacht haben. Wie sieht's aus mit den Beladungsmaschinen? Gerade ist die letzte down gegangen. Haben wir schon den Turm verloren, ja? Nee. Oh, weil sie immer noch 8 Minuten sind. Es gibt ein Cow Appreciation Day. Cow Appreciation Day? Yes. Go out and give a cow a hug. Ich hasse Kühe. Die gucken mal so gemein gefährlich. Guck, als ob deren Augen nicht ausfallen. Okay, dann stellen wir die nächste Frage. Ja. Die deutsche Rechtsgeschichte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hatten wir schon. Im dogmatischen Kontext der Revolution um 1777. Das hatten wir schon. Okay, excuse. Excuse. Wo bist du? Im Süden. Ich sehe dein Pad. Musst du die einzelnen Werkperioden von Jering wissen? Oh, wenn ja, dann bin ich Toshi. Okay, also die erste war... Och. Pass auf. Begriffsjurisprudenz. Wer hat ja... Ne, ist ja, erklärt sich ja von das. Wissen wir ja.
Ja, so, die zweite war Kritik der Begriffsjurisprudenz. Mhm. Und das war's auch schon. Okay, das hätte ich gewusst. Ich sage, jetzt kommt sowas. Ja, 2 Jahre später schuf er sein Werk, die Pandekten im internationalen Kontext. Ein Jahr später schuf er die 7-Tage-Kirchturm-Gedichte. Erzähl mir mal was zu den Werken des deutschen Privatrechts. Das BGB. Das ist nicht mal ein vollständiger Satz. Jura ist kurz. Kurz und knackig. Ich bin jetzt Hüterwacht. Ich bin am Tower. Oh shit, wir haben ihn verloren. 2 Belagerungsmaschinen am Ostturm. Hatten Juden rechtlich eine andere Stellung vor Gericht? Das steht hier. Das ist doch hier aber jetzt gar nicht angebracht. Hier steht, Stobbete auch die rechtliche Stellung der Juden erforschte. Vanessa. Ist doch wohl eine... Im Internet. Also... Vanessa! Ich finde, das ist eine begründete Frage. Hatten Sie oder hatten Sie nicht? Natürlich! So. Okay, wir müssen Nazis werden. Wir sind auch nicht die Nazis. Guck mal, bis 1945 hat der gute Mann gelebt. Ja, dann kannst du dir vorstellen. Ich muss mir auch sagen, in welcher Zeit du immer die Fragen stellst. 19. Jahrhundert, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, bezieht sich diese Werke des deutschen Privatrechts. Achso, okay. Frage. Ah, ja, jetzt komme ich ins Spiel. Ja, richtig, antworte bitte. So, da ist nämlich jetzt die Frage. Du lässt mich in Ruhe. So. Boah, dann kannst du da ein Ultra. Kaugummis? Nein, Tic-Tacs? Nimm eins. Mach auch cool, yeah. Ja, das ist so lecker. So lecker. Wo ist die her? Tölle von Rossmann. Wow. Wow, Rossmann. Rossmann. Du musst jetzt zu Rossmann schicken und sagen, wir wollen gehen. Rossmann. Woo. Can you do this? Nanananana. Woo. Rossmann. Woo. Wann wolltest du meine Frage? Wie waren die? Weiß selber ja nicht. Doch, ich weiß es. Die Frage war, könntest du mir mal bitte was? Könntest du mal bitte? Das ist aber jetzt gar nicht juristisch. Zu Werken des deutschen Privatrechts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wo wollen wir hin, Scooby? Ich habe keine Ahnung, was so sinnvoll ist. Jetzt, Raffinelli, kommt es schon so zustande. Erzähl mir was über das sächsische BGB. Da stehen überall Belagerungsmaschinen. Wollen wir die kaputt machen? Ostturm? Ja. Ja. Sehen, ob wir das schaffen. So. Okay, okay. Keine Ahnung. Sächsische BGB. Mhm. Im 19. Jahrhundert, da gab es doch schon unser BGB. Hier steht Sächsische Jahrhundert, deutsches BGB. Also Sächsische Jahrhundert! Sächsisches BGB und das deutsche BGB. Wieso hatten die Sachsen denn schon wieder ein anderes? Die Bayern, dass die ein eigenes haben, das hätte ich ja verstehen können, ja? Aber die Sachsen? Hm. Oh, haben wir wenigstens den richtigen Turm ausgewählt. Soll ich lesen und dir dann erzählen? Ja, ich denke so lange drüber nach, wie das war. Ich weiß jedenfalls, dass die Nazis die Gesetze nicht umgeschrieben haben. Hä, hey, das war aber doch wohl 45. Sind wir jetzt nach 45? Seit wann ist denn das Ende vom 19. Jahrhundert 1945? Das stimmt. Hast du nicht eben gesagt, der hat das bis 45 gemacht? Ich habe gesagt, dass der Typ bis 45 gelebt hat. Dann habe ich gesagt, bitte erklär mir die Werke des deutschen Privatrechts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ah. Zweite Hälfte? Wait a sec. Das ist ja 1850. Ja. Plus. Oh Gott, wir müssen schnell sein, Scooby. Newsflash. Ich Maximum Damage. Okay, jetzt habe ich ja auch ein Dings gemacht. Boah.
Ne. Puh. Mann. Ah, der Turm steht noch. Boah, man, da waren so viele, wie kann das da gehen? Soll ich mal nachdenken. 1850, da gab es noch kein BGB. Da macht Sinn, dass die Sachsen ihr eigenes haben. Das macht schon Sinn, ja. Lass mal überlegen, das BGB und so. Wer hat sich da nochmal angeboten? Das war... Jering? Was, Jering? Hat sich Jering angeboten, am BGB mitzuwirken? Mhm. Haben wir kein Quest zum Abgeben, dann trage ich uns wieder ein. Ne? Ja, okay. Ja, Gruppe erstmal verlassen. Na, warte, ich hole mir noch was zu trinken. Jupp. Dass wir zwei Bücher haben müssen. Damn. Das ist übrigens genau mein Professor, der das Buch geschrieben hat. Normalerweise nicht der, wo ich die Arbeit schreibe, weil er war da zu faul zu. Sondern irgend so ein kleiner Hilfskraft macht das. Deswegen bin ich da nie hingegangen. Hm. Facebook. Süchtig. Kritisiere nicht die Person, die dir gerade den Arsch retten soll. Kritisiere nie die Hand, die dein Essen gibt. Napoleon, sein Werk Der Friedhofswärter. In seiner blauen Schaffensperiode. Ich weiß nicht mal, wann Napoleon gelebt hat. 1800. Ich google, ich weiß es auch nicht. Guck mal Napoleon. Jupp, wieder da. Davon gab es mehr, deswegen ist es schon gar keine Garantie. Jo, Scooby, jo. Ich tanze ein. Kaiser Napoleon I. ist schon eine richtige. Das? 1769. Auf Korsika. Ja, ist ja wohl allgemein bekannt. Und war dort auf einer Militärakademie, danke. Er war dort auf einer Militärakademie. Hättest du das gewusst? Ach. 1821 ist er dann in Longwood House gestorben. Oh nein, ich bin hier im Kampf. Longwindhaus? Longwood. Er ist auf Malta ist er doch gestorben. Longwood House auf St. Helena. Ach ja, er war erst auf Malta. Dann ist er zurück. St. Helena, da ist er gestorben. Er hat nur mit Inseln zu tun gehabt. Nicht nur freiwillig. Ja, das stimmt. Nie freiwillig, könnte man sagen. Ja? Erst wieder da geboren, told you shitty, muss erst da rüber. Dann wieder hin verbannt, muss wieder rüber, told you shitty. Ah, okay, also nochmal verbannt. Hatte das erste Gesetzbuch tatsächlich, da war es noch im Königreich Sachsen, in dem die Kodifikationsbestrebungen einigermaßen Erfolg hatten. Oh. Es gab, also die haben zu der Zeit, ist das dann in Kraft trat, ab 1848, versucht für das gesamte Deutsche Reich, das ist damals so nicht, ja, ein einheitliches Gesetz zu schaffen, aber das kam nicht zustande, weil es einen Konflikt zwischen Preußen und Österreich gab. Das hat das Ganze gestürzt. Aber Sachsen hat es trotzdem geschafft, ach, ja, genau. Gültig werden zu lassen. Und deswegen waren sie die Ersten. Da war genau dieser, da ist das Reich nämlich zerfallen. Da war noch die Frankfurter ja, Dokumente. Hat sich aufgelöst. Genau. Das mit Sachsen. Wo gehören denn jetzt die Frankfurter Dokumente rein? Also. Frankfurter Polski steht hier. Google mal. Frankfurter Dokumente. Also Wikipedia mal. Ich freue mich so auf Arena. Noch ein weiter Weg, cool. Na, so weit ist er gar nicht. Und dann seid ihr wieder nur am Kotzen.
Wir kotzen gar nicht. Wir hatten nur immer schöne Klassen. Okay. Vergiss das Frankfurt. Sind die Dokumente. Nee, dann sind es auch. Welche Dresden? Dresdner Dokumente. Totally funny. Totally funny. Es hätte sein können. Hätte ja sein können. Dresdner Entwurf. Meinst du das? Nee, meine ich nicht. Das ist so schön gewesen. Was meinst du denn? Ich meine die Frankfurter Dokumente. Die waren aber beim Grundgesetz, Mensch. Lass mich in Ruhe. Ich komme auch immer so durcheinander. Weißt du, mit Nürnberger Gesetzen, die Nürnberger Rassengesetze, die Nürnberger Prozesse. Ist ja beides Nürnberg. Ich denke immer, hey, eins muss doch nicht Nürnberg sein. Aber sind ja beides Nürnberg. Das ist so mein Blöd. Haben die das mit Absicht gemacht? Das war doch nur, weil da noch was stand, oder? Das sächsische BGB ist übrigens auf Grundlage des ABGB entworfen worden. Das allgemeine österreichische allgemeine bürgerliche Gesetz. ABGB. Das war... Und es hat auch das erste Mal das Konvektensystem verwendet. Wuhu, dann... Achso, ja. Also zur Gliederung. Wusstest du, das BGB fängt Artikel, Paragraph 1, fängt mit der Geburt des Menschen an und regelt die. Und der letzte Artikel, 1955 oder so. Ich konnte dich da nicht heilen, das war so viel der Mensch. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es in der Arena auch so wird, aber da kommt ja noch Abhärtung dazu. 2K, ne? Das macht schon einen Unterschied. Ja, Und endet? Und Heal Power auch noch. Endet mit dem Tod des Menschen. 1900 noch was. Das finde ich so awesome, diese Gliederung. Und dann ist er auch so gegliedert, es fängt mit der Einzelperson an und geht dann immer in so größere Gruppen. Dann kommt das Familienrecht, das Erbrecht und dann Gemeinde und so. Es wird immer größer, die Gruppen. Voll witzig. Warum misst jemand unsere Flagge? Das ist schlecht. Versuchen, die Flagge zu holen? Okay. Einfach durch. Kein Charge. Oh, ist so ein Kriegsbär. Shit. Sie haben uns beide erwischt. Charge! Ah, das ist hier. Oh, Schilderiden. Hm. Nein! Puh. Nein! Nice. Irgendwie habe ich Hunger. Macht jetzt nichts. Wollten wir den gewinnen? Habe ich ein neues Teil. Na bitte. Ich brauche noch 1000. Kannst du was zu den Entwicklungen nach der Gründung des Zweiten Deutschen Reiches sagen? So, das Zweite Deutsche Reich war die Weimarer Republik. Das erste war das Heilige Römische Reich Deutsche Nation. Vielleicht? Mhm. So. Wie war die Frage? Die Weimarer Republik war aus 1871. Das will ich gar nicht wissen. Wie war die Frage? Ob du mir was zu der Entwicklung nach Gründung des Zweiten Deutschen Reiches sagen kannst. Also da gab es die Paulskirchenverfassung. Was willst du wissen?
Die sind nie in Treff getreten. Nie. Einfach nie. 1851. War das Treff? Sind nie in Treff getreten. Haben sie aber nicht gemacht. Ja. Die hat sogar einen Grund, da jetzt gerade. Aber dann haben die gesagt, nee, ist gut. Haben sie nicht gesagt, ne? Da war nämlich der Kaiser, den sie dazu gewählt hatten. Und das war der polnische König, glaube ich, ne? Und der meinte dann, er ist von Gottes Gnaden und kann nicht einfach gewählt werden. Sondern er ist halt der Kaiser. Und da hat er gesagt, nee, das unterschreibe ich nicht. So ein Arsch. Ja. Und dann gab's die Weimarer Reichsverfassung. Puh. Was die für Gesetze hatten, habe ich keine Ahnung. Wie hat sich denn die Gesetzgebungskompetenz des Reiches verändert? Moment, das könnte ich wissen. Gesetzgebungskompetenz des Reiches. Das wurde von Johannes Mikkel und Eduard Lasker gemacht. Ach, das Lasker-Dings. Mikkel Lasker-Akt, oder wie das hieß. Mikkel Lasker heißt das. Genau, das ist ein ganz wichtiges Teil und ich weiß es nicht. Scooby stirbt, das ist ja noch schlimmer. Es ist okay. Persönliche Betroffenheit. Mikkel Lasker, was haben die gemacht? Wir haben ja eine Flagge schon abgegeben, wie Osten. Ja. Oh, hier ist der Flaggenträger draußen. Haben ihn schon. Blub. Gesetzgebungskompetenz des Reiches. Hier steht. Gib mir nur ein Stichwort. Artikel 4, Nummer 13. Bürgerliches Recht. Was könnte denn da stehen? Ich muss nur drauf kommen, warte mal. 4, 13. Gesetzgebungskompetenz. Bis zur Lex Lasker hatte der Reichstag im zivilrechtlichen Bereich lediglich die Gesetzgebungskompetenz für das Schuldrecht. Hilft dir das? Und dann hatte der Kaiser den Rest oder was? Ich weiß nicht, wer den Rest hatte, aber die beiden haben dafür gesorgt, wenn ich das richtig verstehe, dass der Reichstag auf alle... Ach so, die Länder hatten die Gesetzgebung. Nach Lex Miguel Lasker hat der Bund die dann bekommen. Das war das Ding. Wieso war denn der Bundes- und Reichstag dagegen? Wieso wollten die das nicht? Naja, die, Ist doch eigentlich gut. Die... Federal, wie ist die Übersetzung? Föderal. Föderalismus ist eine der Grundsätze unseres Staates, ne? Und das widerspricht dem Föderalismus. Ich mir überlegen, warum können die dagegen gewesen sein? Keine Ahnung, was anderes fällt mir nicht ein. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht auch, das wäre ein bisschen alles ein bisschen instabil zu der Zeit. Ne? Denen das dann zu geben, ist vielleicht auch nicht die klügste Sache. Warum? Merkt ihr das Datum 1873 gehört zu Lex Lasker? Merkst du?